Ja, hallo zusammen, liebe Freunde des RC-Elektronik-Bastelns oder auch von HTX Weekly, aber heute geht es, wie man vielleicht unschwer sehen kann, gar nicht um HTX oder Express-LRS. Ja, um Express-LRS vielleicht doch schon ein bisschen, aber eigentlich ist Hauptthema, wie geht es weiter mit der Shuttle-Steuerung? Also es hatten mich einige in der Vergangenheit angesprochen. Die fanden es sehr schade, dass die alte Doppel-Shuttle-Steuerung nicht mehr zur Verfügung steht. Und ja, ich habe mich dann einfach entschlossen, mal ein neues Projekt aufzulegen für so eine Doppel-Shuttle-Steuerung. Oh, schwieriges Wort. Und das Ergebnis oder ein vorläufiges Ergebnis im Zwischenstand seht ihr hier mit dieser Platine, die ich jetzt hier in den Händen habe. Ganz kurz zur Erläuterung des Umfelds. Ja, es ist natürlich so, das versteht sich vielleicht von selbst, dass diese Shuttle-Steuerung ausgelegt ist auf einen CASF-Eingang oder sagen wir mal Eingang-Ausgang oder CASF, bidirektionales Telemetriesignal, wie auch immer ich das nennen möchte. Das bedeutet im Wesentlichen, dass wir einen ELRS-Empfänger brauchen. Ich habe jetzt hier einfach mal den kleinen Nicht-PWM-Empfänger von ReadyMaster, den RP3, hier hingelegt. Der ist dann hier einfach angeschlossen an die Doppel-Shuttle-Steuerung. Genau, was haben wir noch hier auf dem Tisch? Abgesehen hier von dem Shuttle-Demo, da komme ich aber gleich noch dazu. Wir haben natürlich einen ESC für den Motor hier in dem Shuttle-Demo. Das ist auch ein Brushless, kleiner Brushless-Motor. Dann haben wir hier noch ein Schaltmodul. Das spielt gar keine Rolle. Das könnte ich auch abstecken. Ich habe es nur noch mal aus bestimmten Gründen auch wieder dran gelassen. Und dann haben wir hier noch ein BEC. Ja, wer sich das hier anguckt, diese Verdrahtung, der wird vielleicht gleich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Wir haben hier einen Steller. Der hat auch ein BEC. Und wir haben dieses BEC und beides geht also hier in die Shuttle-Steuerung hinein. Also das externe BEC, das ist diese Leitung, die ich jetzt hier in den Händen habe. Und der andere ESC, das ist diese Leitung, die ich hier in den Händen habe. Normalerweise kann man keine BECs parallel schalten. Hinzu käme ja noch, dass hier an den anderen Ausgängen oder Eingängen ja auch noch dieselbe Mimik noch einmal angeschlossen werden soll für den zweiten Shuttle. Es ist ja immerhin eine Doppel-Shuttle-Steuerung und dann hätten wir von dem nächsten ESC für den weiteren Motor des zweiten Shuttles ja dann nochmal ein BEC, was hier einspeisen würde. Es ist natürlich sehr schade, wenn man so BECs stilllegen muss, obwohl man sie eigentlich ja hat. Deswegen ist auf der Rückseite von dieser Doppel-Shuttle-Steuerung dann auch noch die gesamte Stromversorgung oder die Stromversorgungsverteilung zu sehen. Manche Bauteile sind hier nicht bestückt, weil das alles noch ein Prototyp ist. Aber was man hier sieht, ist die Zusammenführung der drei BECs, dass es den BECs nicht schadet und dass man von dieser Parallelschaltung dann auch etwas hat. Also wenn man dann hier so ein BEC hat, was vielleicht so maximal 3 Ampere kann, also in der Spitze, und dann hat man vielleicht noch einen zweiten Fahrtregler oder Steller mit derselben Auslegung und dann hat man vielleicht noch ein externes BEC. Das ist dann sozusagen eine echte effektive Parallelschaltung und man gewinnt also eine höhere Strombelastung. Das ist dann der Zweck von dem ganzen Kram, der hier auf der Rückseite dann auch noch montiert ist. Genau, ansonsten ist ja da nicht viel zu sehen. Natürlich ist ein Microcontroller drauf, das ist ja auch klar. Dann haben wir hier das Demo, über den Motor habe ich schon gesprochen, das ist ein kleiner Brushless, deswegen ist hier eben auch ein Brushless-Controller und dann haben wir hier ein Servo drauf, was das Teil
dreht, also was die Shuttle dreht. Und da ist ein sogenanntes Feedback-Servo, drauf. Und in diesem Fall ist es ein Feedback-Servo der Firma Vitech. Das ist ein FB5317M360, eine wahnsinnige Typenbezeichnung. Das charakteristische Merkmal von diesem Feedback-Servo ist, dass es eben nicht nur die normalen Servoanschlüsse hat, wo hier an dem einen Pin eben dann ein Servo-PWM-Signal auszugeben wäre, sondern es hat auch dieses Feedback. Signal, und das ist in dem Fall der vierte, der hier so ein bisschen abgesetzt ist. Da kommt eine analoge Spannung heraus, die proportional ist zur Winkelstellung von dem Servo. Und das wird hier von der Shuttle-Steuerung eben verwendet, um das Shuttle steuern zu können. Ja, also um es dann drehen zu können. Genau, das ist aber auch zum Zweiten wichtig, um zum Beispiel auf einer Fernsteuerung, wo man also Widgets installieren kann, also zum Beispiel den größeren Farbfernsteuerungen, also wie die TX16S beispielsweise von RadioMaster oder die FreeSky X12S, da kann man dann ein Widget installieren und das gibt einem grafisch dann eine Rückmeldung, wie der Shuttle dann gerade steht. Wenn man das möchte, ist es zum Betrieb nicht zwingend notwendig, ist einfach nur ein Goodie. Es gibt natürlich auch andere Servos, die einem das Leben teilweise ein bisschen leichter machen. Die alte Shuttle-Steuerung, die konnte nur diese Art von Servos, also mit dem analogen Feedback hier. Diese neue Version, die wird also verschiedene Servos bedienen können. Es gibt ja noch andere Servos, die nach einem anderen Prinzip arbeiten. Ich habe hier das von Parallax, das 360 Grad Feedback Servo. Das ist genauso kräftig wie das andere von Vitech, hat aber eine andere Art der Rückmeldung. Und die Rückmeldung geht hier auch wieder dann über einen PWM-Impuls. Und die Breite dieses PWM-Impuls ist dann aussagekräftig über die Winkelstellung von dem Servo. Das kann die, im Moment ist es halt noch ein Prototyp, das ist alles noch in Anfangsphase, aber das kann diese Doppel-Shuttle-Steuerung, was für ein Wort, dann auch auswerten. Und was natürlich noch eleganter ist, sind diese Art von Servos, diese seriellen Servos, die sehen ein bisschen anders aus. Das ist hier zwar kein zweiter Abtrieb, aber das ist eher wie so ein Lager. Diese Servos kennt man aus der Robotik, aber nichtsdestotrotz passen da die normalen Ruderhörner drauf. Also man kann sie auch für ein normales Servo einsetzen. Und da kommen nur drei Leitungen raus. Das ist nämlich ein serielles Servo. Also hier findet eine Kommunikation statt mit Hilfe eines seriellen Protokolls, so ähnlich wie S-Bus 2 oder I-Bus oder so etwas. Damit kann man also das Servo steuern und das Servo liefert einem dann über diesen Weg auch tatsächlich dann die Rückmeldung, an welchem Winkel es dann auch steht. Kleines Goodie von diesen Servos, die kann man also dann auch so aneinander stecken, sodass man also die beiden Servos dann so montieren könnte und hätte nur eine Leitung zu der Shuttle-Steuerung. Also mit diesen Servos könnte man sich das Leben wesentlich einfacher machen. Ist allerdings, wollte ich nicht zwingend so ausführen, weil man, ja, der eine präferiert halt die Variante, der andere präferiert die Variante. Deswegen sollte diese Shuttle-Steuerung eben das alles können. Ja, und die alte Version der Shuttle-Steuerung, die benötigte auf dem Sender noch ein Mischerskript, ein Lua-Mischerskript, und das war zwar elegant und schön, aber es war aus einem Grund unschön, weil man dann im Grunde genommen nicht jeden beliebigen Sender nehmen konnte, sondern es musste ein Sender sein, auf dem man auch Lua-Mischerskripte oder überhaupt Mischerskripte irgendwie hat laufen lassen können, weil das Zusammenmischen für die Shuttle-Signale, also für die Steuerung eines Shuttles, ist wahrscheinlich auf keinem Sender direkt eingebaut. Das heißt, man braucht den
die 360-Grad-Winkelinformation und man braucht eben auch aus der Knüppelbewegung dann auch die Information über den Vortrieb. Also wenn ich jetzt hier den Knüppel leicht nach vorne bewege, bewegt sich ja der Motor mit einer bestimmten Leistung. Ich kann das auch schneller machen. Und dann, wenn ich die Knüppel zur Seite bewege, dann bewegt sich der Shuttle. Und wenn ich dann rückwärts mache, dann dreht der Motor in dieselbe Richtung, aber das Shuttle dreht sich um. Genau, diese Vermischung der Signale des Kreuzknüppels, das ist wahrscheinlich nicht in jedem, oder ich wüsste eigentlich keinen Sender, wo das von Hause aus eingebaut ist. Deswegen war die damalige Lösung mit einem Mischerskript. Das hätte aber zum Beispiel diesen Sender hier ausgeschlossen, weil hier auf der kleinen FlySky mit OpenE6X kann man keine, der hat keinen Lua-Interpreter, es läuft also kein Lua drauf und man kann also deswegen auch keine Lua-Mischerskripte laufen lassen. Dazu ist die Leistung von dem Microcontroller hier drin einfach zu gering und der Speicherplatz wird also nicht funktionieren. Deswegen ist die ganze Logik vom Sender dann in die Shuttle-Steuerung gewandert. Zur Konfiguration von der Shuttle-Steuerung ist es natürlich jetzt wieder relativ elegant, weil wir ExpressLRS haben und da haben wir natürlich das Menüsystem. Auf dem Sender muss man nichts dazu installieren. Das kommt ja alles von dem Modul hier. Wir können uns das nochmal angucken. Wir starten also hier das ExpressLRS-Skript oder in diesem Fall ist es ja kein Skript, weil wie gesagt hier kein Lua drauf läuft, aber es ist ja in OpenE6X mittlerweile eingebaut, dass wir die Verarbeitung des Menüs hier haben. Also im Prinzip wird das Menü hier nur angezeigt und das läuft wie üblich. Wir bekommen erstmal das Menü von dem Sendemodul und dann haben wir hier eine falsche Richtung. Dann haben wir hier unten den Menüeintrag Other Devices. Und wenn wir da drauf gehen, sehen wir eben die anderen Gerätschaften, die noch mit unserem Empfänger verbunden sind. Wir sehen einmal den Empfänger selbst, das ist der RadioMaster RP3. Wir sehen aber auch hier die Shuttle-Steuerung, die heißt bei mir ja RC720, weil es sind 2x360 Grad und dann E für ExpressLRS. Genau, und da können wir dann uns auch das Menü uns anschauen. Das ist natürlich jetzt wesentlich komfortabler, als wenn man das irgendwie mit kryptischen Einstellungen hier an der Fernsteuerung machen würde. Man geht zum Beispiel hier jetzt einfach auf die Kanäle. Welche Kanäle sind es denn? Bei mir sind es jetzt gerade 1, 2, 3 und 4. Also der ist natürlich jetzt nicht in Betrieb, weil ich kein zweites Demo-Shuttle habe, aber hier, der ist natürlich in Betrieb. Das ist Kanal 1 und 2. Und dann kann man natürlich noch alle möglichen anderen Sachen konfigurieren. Das ist natürlich jetzt über das Menü hier relativ komfortabel. Ich hatte ja eben erzählt, dass man hier verschiedene Arten von Servos anschließen kann. Man kann auch verschiedene Arten von Speed-Controllern hier anschließen. Genau, gehen wir hier einfach mal auf die Outputs. Dann sehen wir im Moment Servo Nummer 1 ist ein ganz normales PWM-Signal, wird da generiert, also ja, hier. Und dann haben wir als Feedback dann analoges Feedback und wir sehen bei dem Speed-Controller Nummer 1, das wäre also der hier jetzt, der steht auf SBus 2, der liefert also, beziehungsweise er versteht ein SBus 2-Signal. SBus 2 ist wer das noch nie gehört hat, ist sozusagen die modernere Variante von SBus. Und das ist dann Steuersignal und Telemetriesignal in einem. Das heißt, die Telemetrie, die er liefert, zum Beispiel die Drehzahl des Motors oder Stromverbrauch oder auch Temperatur des Stellers, wird also dann hier über das 3-Adrige-Kabel auch zurückgeliefert. Andere Steller, die nur SBus verstehen da und die auch Telemetrie liefern, die haben üblicherweise dann eine zweite Strippe und die könnte man dann hier in den zweiten freien
Steckplatz stecken. Und dann müsste man sagen, welche Form von Telemetrie dort dann angeliefert wird. Also hier steht das jetzt auf S-Port, aber es wird ja nicht benutzt, weil hier oben schon S+2 ist. Und dann kann man hier also durchtackern, welche verschiedenen Varianten von ESC da sind. Also Escape 32, das ist ein eigenes Protokoll von dem Escape-Steller. Oder VESC, also für ganz große Steller. Oder eben ganz oder iBus, natürlich habe ich ganz vergessen, S-Bus ohne Telemetrie oder auch PWM, ganz normaler PWM-Steller an der Stelle. Genau. Ja, das sind so die Einstellmöglichkeiten, an die ich momentan jetzt mal gedacht habe. Was natürlich noch fehlt, ihr seht das jetzt gerade hier, der Shuttle steht ein bisschen schief, weil ich den Zahnriemen jetzt hier nicht korrigiert habe. Man will das vielleicht auch gar nicht mechanisch korrigieren, deswegen braucht es also nochmal eine Nullpunktkorrektur. Die habe ich noch gar nicht hier in dem Menü drin. Das könnte man da elektronisch dann den Nullpunkt korrigieren, dass das Ding dann also auch nicht so schief steht wie jetzt hier, sondern eben auch korrekt nach vorne zeigt. Genau. Ja, das mal so, was momentan schon funktioniert und was teilweise noch geplant ist. Wie üblich gibt es dann das Design von der Platine und den Source Code auf meiner GitHub-Page. Genau, was habe ich vergessen? Achso, hier sind noch mehr Buchsen drauf, genau. hier zum Beispiel ist gar nichts angeschlossen. Da ist nochmal eine Buchse, hier sind auch noch Buchse, ist noch nicht mal was bestückt. Das habe ich jetzt vergessen zu erwähnen. Diese Doppelshuttle-Steuerung, da kann man auch noch andere Gerätschaften anschließen. Eben, wie gesagt, ein Schaltmodul. Das ist aber nichts anderes, als wäre das Schaltmodul direkt an dem Empfänger angeschlossen. Es wird praktisch nur durchgereicht. Das ist die Variante. Dann kann ich hier noch ein S-Bus-Signal herausgeben. Wenn man, jetzt wird es kompliziert, weil das nicht dem entspricht, was hier auf dem Tisch liegt, wenn man statt dieses Empfängers einen größeren Empfänger benutzen würde, beispielsweise so ein PWM-Empfänger wie hier. Dieser liefert ja schon 8 Servosignale nach außen. Man könnte das erweitern, indem man hier ein S-Bus-Signal ausgeben lässt an einen von den Pins und dann nochmal einen S-Bus-PWM-Konverter dort anschließt, dann hätte man 16 Kanäle, also die typischen 16 Kanäle 1 bis 16. Wenn man dann allerdings noch die Kanäle 17 bis 32 ausgeben will, dann geht das mit dem normalen Empfänger nicht. Man kann das aber dann hier mit der Shuttle-Steuerung machen und dazu ist dieser andere S-Bus-Ausgang dann da. Da werden die Kanäle 17 bis 32 dann rausgeliefert. Dann hätten wir hier noch einen anderen Verbinder, da steht einfach nur RX. Wenn wir also so einen Empfänger dort anschließen würden, dann wäre der ja über das gleiche Kabel hier verbunden. Und wenn man dann hier 8 Servos anschließen würde, könnte man sich gleich leicht vorstellen, also über diese dünnen Kabelchen hier lässt sich zwar der Empfänger gut mit Strom versorgen, aber natürlich nicht die vielen Servos, die da eventuell dranhängen. Deswegen wird also das BEC-Signal, also die Kombination aller drei BEC, nicht Signal, sondern BEC-Spannungen, die wird hier also nochmal gesammelt, rausgegeben und stünde dann für den Empfänger zur Verfügung. Man könnte also hier nochmal eine zusätzliche dicke Strippe ziehen und den Empfänger damit dann zusätzlich noch versorgen. Genau, und dann haben wir noch diese Buchse übrig, da kann man noch andere Gerätschaften anschließen. Gedacht ist es eigentlich für ein GPS, dass man also zum Beispiel Geschwindigkeit dann auch noch hat oder die Position von seinem Modell. Ja, das hatte ich fast vergessen. Okay, das ist die erste Folge zu dieser neuen Doppel-Shuttle-Steuerung. Es wird wahrscheinlich weitere geben, je nachdem, wie schnell ich damit weiterkomme. Aber im Moment gefällt mir das auch ganz gut und die Platine, denke ich, ist auch soweit. Okay, mal gucken, ob sich das in der Praxis bewährt. Eventuell gibt es da vielleicht auch noch dann ein Redesign, aber das muss die Praxis zeigen. Okay, danke soweit. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.